nicht mehr lange. Wir dürfen Open-Air-Kino in Cottbus erleben, in Schmelwitz sogar. Die nächsten Kinonächte stehen an. Wie stressig war die Organisation? Die Organisation ist eigentlich mittlerweile recht eingefahren. Also das heißt, wir wissen ganz genau, mit wem wir zusammenarbeiten müssen. Wir haben unseren Caterer, wir haben unsere Technikfirma, wir haben unsere Sponsoren. Gut, da müssen wir jedes Mal hart arbeiten, dass wir die natürlich rankriegen. Aber ansonsten sind wir sehr, sehr eingefahren mittlerweile. Und trotzdem man eigentlich dann eigentlich die ganzen Routinen schon hat, hat man aber immer das Problem der Finanzierung. Und das ist eigentlich wirklich jedes Jahr der stressigste Faktor. Und ihr habt es auch dieses Jahr geschafft, kostenfreies Kino für die Besucher zu ermöglichen in Schmelwitz auf dem Muckeplatz. 6 Filme stehen zur Auswahl an 3 Tagen. Welche Filme sind es? Was sind die Highlights der Filme? Warum habt ihr die Filme ausgesucht? Ja, die Filme haben wir ausgesucht, weil sie gut sind. Das ist eine ganz einfache Frage. Eröffnen tun wir nämlich am Donnerstag mit Ballon. Michael Bulli-Herbig hat da ein tolles Regiedebüt hingelegt. Das finde ich, also keine Komödie, und das finde ich ganz, ganz toll. Ist ein sehr, sehr interessanter Film. Dann haben wir um 21 Uhr den Film Der letzte Mensch. Das ist vom Jüdischen Filmfestival ein Film. Mario Adorf in einem wirklich tollen, emotionalen Rolle als älterer Herr, der seine jüdische Vergangenheit erforschen muss, damit er auf einem jüdischen Friedhof bestattet werden kann. Dann haben wir am nächsten Tag, eröffnen wir gleich mit einem Filmfestivalfilm. Wut auf Kuba wurde hier in Cottbus gedreht, ist sicherlich interessant für die einen oder anderen mal zu sehen, wo gedreht wurde. Und am Abend haben wir dann mein persönliches Highlight, habe ich am meisten dafür gekämpft, dass wir den kriegen, Sonne und Beton. Wurde mir von meinen Kindern ganz, ganz toll empfohlen, von vielen Sozialarbeitern, die meinten, Mensch, der Film, den müsst ihr unbedingt bringen. Und er passt ja super bei uns ins Konzept rein, nicht? Sonne und Beton, Platte und Sommer, liegt schon nah. Am letzten Tag haben wir dann Familientag, da haben wir Emil und die Detektive, ist eine sichere Bank, denke ich, die Familien werden da ihren Spaß haben. Und um 21 Uhr dann wieder eine Komödie, diesmal mit Moritz Bleibtreu, Soul Kitchen. 3 Tage Kino, endlich kann man ein Zelt aufschlagen. Ihr habt aber auch noch was Besonderes für Schüler und Klassen, können sich da anmelden, richtig? Für School in Cinema heißt das. Genau, School in Cinema gibt es bei uns seit 4 Jahren, eigentlich aus der Not geboren, dass wir einfach Vormittag unsere LED-Wand mal nutzen wollten. Daraus ist eine schöne Tradition geworden. Die Schulen machen begeistert mit. Wir haben auch schon über 400 Anmeldungen. In diesem Jahr haben wir am Donnerstag mehrere Kurzfilme und über Thema Fake News und Verschwörungstheorien. Es wird im Anschluss eine Diskussionsrunde geben, wie diese Filme auf die SchülerInnen so gewirkt haben. Und am nächsten Tag haben wir ein Regieduo bei uns zu Gast, die ihren Film Suche und vom Suchen und Finden vorstellen. Ist ein sorbisches Thema, von queeren Menschen handelt das. Eine tolle Sache, und auch da haben wir schon die ersten Anmeldungen.